Ich halt's hier. Ach, hat doch alles kein. So. Kriege ich denn diese Augen her? Den Fötus habe ich. Todesessenz kann ich mir zumindest vorstellen, wo ich es kriege. So. Suche eine Gelegenheit, Ponta Fluss aufwärts. Schattenbeinwurz heißt das Elixier trinken. Kairan besiegen. Gut. Jetzt gucke ich mal kurz auf die Karte. So, weiter Fluss aufwärts. Den Ponta, ja, was ist der Ponta? Ich denke mal der hier, ne? Oder das hier? Das muss ja hier dran liegen. Das kann ja entweder nur der sein. Oh, Moment, ich muss mal kurz gucken. Lokmuin. Das ist, glaube ich, das. Ja, okay, also, und das wird Wergen sein. Das heißt, wir begeben uns komplett den Ponta entlang in diesem Spiel. Was Was gibt besiege die es Neues, Neckar? meine Liebe? Ach Was so, macht der Haushalt? noch mehr Neckar. Tagsüber plärren die Belgier, nachts stöhnt der Wald. Das heißt, das ist alles in späteren Kapiteln. Das muss ich mir wahrscheinlich kaufen dann noch. Wir hätten das verkauft, Cedric, ne? Cedric, wie er so schön genannt wird. Jetzt pisst's, na toll. Ich hoffe, die FPS brechen nicht ein. Sie sind geringer als sonst, aber es fällt beim Regen nicht auf. 5 FPS weniger, es geht schon. Bald hat das hoffentlich ein Ende, wenn ich eine neue Grafikkarte habe. Eine gute. GTX 970 voraussichtlich, wenn alles so klappt. Aber ich muss euch sagen, Grafikkartenpreise sind echt wie Gold. Gehen hoch, runter. Es gibt nie die perfekte Möglichkeit, die im Blick zu behalten und dann zuzuschlagen. Muss einfach gucken, wenn es gerade um wirklich beispielsweise die eine Grafikkarten, also die GTX 970 kosten so um die 350 € sage ich mal. Und wenn ihr merkt, die sinken so um 20, 30 € direkt kaufen, weil krasser werden sie nicht sinken. Spätestens einen Tag später, dann werden sie Finde im meinen schlimmsten Freund, Fall wieder, ich sagen wir mal, bitte dich. 3 € teurer werden. Aber die wurden jetzt innerhalb der letzten 5 Tage wieder um insgesamt 20, 30 € teurer, also sind wieder beim Ausgangswert. Und das ist scheiße. Habe ich nichts gewonnen durch meine Warterei. Jetzt muss ich doch nochmal warten. Weil das Ding ist, ich wollte es bei einem Nvidia-Partner holen, nur damit ich The Witcher 3 gratis dazu kriege. Ach, hier wäre der Hund gewesen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Voll über den rüber gelaufen. Speichern wir hier nochmal, bevor wir da reingehen. Was Stein, okay. Erledigt. Das hätten sie nicht tun dürfen. Verrückter als die Irren. Diese Gier. Oh ja. Gefängniswagen suche nebenan nach dem Geist. Okay, ich weiß nicht durch. Nope. Ja, lauf noch mal rein, du Treppe. Hör auf. Ließ sich kurz nicht vernünftig steuern, nicht wundern, dass ich da nochmal reingelaufen bin. Beziehungsweise, ja. Vorsichtig. Sieht aus, als könnte es einbrechen. Krankenhausakte 3 und Krankenhausakte. Oh. Alle Achtung. Genau. Das ist für die mittelalterlichen Feuerwehrhelm auf.
Nick Ridley. Geistertrophäe. Todes ist Herz, jawohl. Fulgur. Quatsch. Geistertrophäe wollte ich mal. 6 Schaden, immerhin. So, und da ist jetzt Feuer. Gut. Hier war anscheinend nichts weiter. Krankenhausakten. Kann ich nicht benutzen. Krankenhausakte 3. Krankenblatt des Patienten Nummer 71. Patient ist an Ruhr erkrankt. Keine Hoffnung mehr für ihn. Habe Isolierung und Gebete für ihn angeordnet. Habe ebenfalls beschlossen, die Kräuterdosis zu erhöhen. Ehrlich gesagt, mir scheint sie heilen, aber sie lösen auch die Zunge. Gut. Achso, ja, Besoffene und Kinder lügen nicht, wa? Sagen mal die Wahrheit. Wie konnten sie nur? Diese Menschen waren unschuldig. Und ich? Deswegen heißen die Nilfgaarder übrigens die Schwarzen. Nicht, weil sie dunkelhäutig sind, sondern weil sie schwarze Rüstung tragen. Hier sind überall Geister. Und da ist er wieder. Ihr seht, wir kommen der Sache dann näher. Und auf einmal verschwinden die Flammen. Ich werde nicht mit dem Feuer spielen. Das ist schlau. Da habe ich nochmal 5 FPS verloren, was nicht cool ist. Ich würde sagen, es ist wie in einem Horrorfilm, dass irgendwie mal das Asylum hier, wie heißt denn das auf Deutsch, das Irrenhaus abgefackelt ist, während die alle hier eingesperrt waren. Vorsichtig, das ist ein Abgrund. Krieg schon so ein bisschen Gänsehaut. Ist kein Horrorspiel und hier gibt es, glaube ich, auch nichts, worüber man sich erschrecken muss, aber ist trotzdem geil. Ich krieg auch bei Horrorfilmen Gänsehaut, obwohl ich mich dann eigentlich nie erschrecke. Der Boden bewegt sich. Er kriecht auf mich zu. Und Scheiben mit Schwertern hier, Leute. Aber gut, das waren halt Nilfgaarder wahrscheinlich. Nutz das Zeichen. Da habe ich gerade aus Reflex direkt auf Escape gedrückt, das ist doch geil. Ich muss auf jeden Fall Spielstände, glaube ich, löschen. Ich bin zu alt für sowas. Ja, magisches Feuer, von daher dürfen wir dann eigentlich genügend werden, oder? Kommt denn der Schaden her, frage ich mich. Ich prügel auf die ein und krieg Schaden. Das ist das Tückische bei diesem Spiel. Komm her, Bitch, mit deinem merkwürdigen mittelalterlichen Feuerwehr. Wow. Okay, ich muss die direkt anfallen. Ich kann mich nicht in die Ecke drängen lassen. Boah. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Mein Schwert darunter hüpfen. Ja. Donnerschlag. Da nicht die falsche an, du Trottel. Ja, wieder auf 5 Hochzeiten ganz nett. Der Boden bewegt sich auf mich zu. Meine Fresse. Okay. Irren. Nee. Ist da oben.
Komm her. Ha, komm. Du stinkst vielleicht. Geistertrophäe aber auch angebracht, ey. Wo kommt das Blut her? Wegwischen. Krankenhausakte 1 und noch ein solides Entermesser tatsächlich. Ja, zweites brauchen wir nicht. Krankenblatt des Patienten Nummer 14. Die Frau zeigt heftige Anzeichen von Schizophrenie. Um ihre Schönheit zu schonen, habe ich auf die Therapie mit dem brennenden Reif verzichtet und auf Behandlung mit Kräutern in erhöhter Dosis gesetzt. Wegen der Aggressionsanfälle habe ich empfohlen, die Patientin in Ketten zu legen. Ihre Wandmalereien zur Analyse. Sag. Ist ja nicht creepy genug hier. Es tut so weh! Bitte, hilf mir! Gib mir Medizin! Illuminati confirmed. Es tut so weh! Bitte, hilf mir! Sie sollen leiden! Sie verdienen es! Na, was denn jetzt? Es tut so weh! Bitte, hilf mir! Gib mir Medizin! Achso, das war wieder das. Der Boden bewegt sich! Er kriecht auf mich zu! Ist doch auch schön. Boah, ist das creepy, Junge. Irgendwas drauf anwenden? Habe ich ein Zeichen, was so aussieht? Nee, oder? Nee, ich meine nicht. Verschwinde! Der lebt ja noch. Ridley. Oh fuck. Mehr hat eure Mutter nicht geboren. Arznei für Ridley. Krankenhausakte 2 und Krankenblatt des Patienten Nummer 15. Nummer 15. Persistente Halluzination. Behauptet, von der wilden Jagd entführt worden zu sein. War Geralt hier Patient? Fantasiert wahlweise von einer Welt, in der es zu einem gigantischen Massaker gekommen ist. Einhörner spazieren über Menschengräber oder von prächtigen Elfengeräten. Gärten. Will nach etwa einem Jahr der Gefangenschaft entkommen sein und festgestellt haben, dass in der Welt erheblich mehr Zeit verstrichen war. Berichtet von den Gräbern seiner Kinder. Okay, das macht alles Sinn. Es ist kein Phantasma. Krankenblatt des Patienten Nummer 19, Langzeitpatient, ältester der noch lebenden Insassen. Nach misslungener Therapie mit kaltem Wasser kaum Hoffnung. Habe empfohlen, ihn in Ketten zu legen und die Verpflegungsration zu kürzen. Um der Krankheit die Kraft zu nehmen und das autodestruktive Verhalten einzudämmen. Habe mit der Verabreichung von Kräutern begonnen. Einmal auf jeden Fall hart gekifft. Die Leute hier.